29 Tage geht unsere Reise schon. Wir befinden uns in Bombay. Es ist spät abends und wir müssen dringend eine schnelle Route finden, um die Welt zu kommen. Ich habe es mir wie immer leicht gemacht und euch in den Kommentaren entscheiden lassen. Und mit euch meine ich den einen, der mir kommentiert. Vielen Dank dafür. Daumen hoch, kann man jetzt nicht sehen, aber ich habe einen Daumen hoch gegeben. Die offensichtliche Route ist natürlich hier über Kalkutta, wobei die genau morgen abfährt. Die werden wir auch nehmen und dann werden wir uns entscheiden, ob wir entweder über Singapur und Australien reisen wollen, was ganz schön spannend wäre, aber vermutlich auch einigermaßen lang. Dann müssten wir irgendwie hier über den Pazifik kommen, um in Südamerika weiterzumachen, was hoffentlich irgendwie geht. Aber ich finde es interessant. Es ist auf jeden Fall anders als das Buch und deswegen würde ich es allein schon gerne versuchen. Und wenn das nicht gehen sollte und wir keine guten Routen nach Australien finden, dann würden wir uns durch Mainland China hier, durchs chinesische Inland durchschlagen, weil ich vielleicht erst nach Singapur fahren muss, um rauszufinden, ob es eine Australien-Route gibt. Das ist also ein zweischneidiges Schwert. Ich schaue einfach mal, wie die Routen fallen, wann was abfährt und dann entscheide ich mich spontan, wenn ich in Chittatong ankomme. Für morgen ist auf jeden Fall der Plan gesetzt und deswegen gilt es jetzt ab ins Bettchen. Bis 12 haben wir Zeit. Das heißt, es müsste noch ein kurzer Besuch im Markt möglich sein. Aber erstmal haben wir ein Event, wie es üblich ist. Monsieur Fogg, dessen Namen ich immer noch nicht nachgeschaut habe, ich wollte ja wissen, ob der jetzt Phileas oder Phineas heißt, interessiert sich nicht für die Wunder von Bombay, aber gibt mir ein bisschen Freilauf, während er sich die Zeitung durchliest. Deswegen gehe ich zum Malabar Hill, dem höchsten Punkt in Südbombay, und schaue mir von dort oben die Stadt an. Gaslaternen entlang des Queen's Necklace, jetzt Königinnen der Königinnenkette. Palmen und mein Blick, nein, meine Schritte lenken sich automatisch in Richtung der hängenden Gärten. Interessant. Die hängenden Gärten waren großartig. Und wieder irgendwelche Dampfmaschinen, die hier, was auch immer ein Curricle ist, keine Ahnung, die sich hier mit den Kutschen den Platz gegenseitig streitig machen. Alte Männer spielten Schach auf den steinernen Bänken, während junge Männer und Frauen jubeln und guten Rat reinschreien, der natürlich ignoriert wird. So. Und dann sehe ich in den Schatten der Gärten das Symbol einer kupfernen Lilie auf der Tür eines Anwesens. Da klopfe ich doch mal an und guck mal. Oh, kriegt man gleich einen Tee. Die sind ja gastfreundlich hier, wie ich es auch nicht anders erwartet hatte in Indien. Ein weiterer Outpost dieser Artificers Guild. Ich wollte noch nach. Ach Mist, das hätte ich doch vor der Folge mal machen sollen, nach einem guten Wort für diese Artificers hier, aber egal. Oder heißt es Artificers? I don't know. Ich nenne es jetzt Artificers und werde es auch weiterhin so aussprechen. Eine durchmischte Gruppe, einige Briten oder viele Briten und Inder, aber auch ein paar Türken und Chinesen. Mehr als die Hälfte Frauen und es gibt Tee. Was benötigen wir denn von unserem netten Freund Big Turban hier? Transportation wissen wir eigentlich schon, was wir nehmen wollen. Ich sage einfach mal, vielleicht kriegen wir irgendwie andere Unterstützung. My Master and I are going around the world. Wir reisen um die Welt. Aha, dann willkommen in Bombay. Ja, gut, okay. Ich möchte den schnellsten Weg von hier wissen. Achso, ich dachte, jetzt sage ich von hier nach irgendwo, aber stattdessen sagt er einfach nur der schnellste Weg weg von hier oder was? Nicht der Zug. Moment. Die Papiere sagen, er fährt nach Kalkutta, aber die Linie endet in Allahabad. Es gibt keine Strecke zwischen hier und Kalkutta. Oh, gut, dass ich mit dem Mann geredet habe. Die Papers sind in dem Fall die Zeitung, nehme ich an.
Das heißt, die lügen? Ha, sie haben es nicht überprüft. So ist es mit Journalisten. Okay. Gut zu wissen, das ändert vielleicht die Reisepläne. Oh, zwei Typen, als ich wieder gehe, wollten mich zwei Typen ausrauben. Und zwar meine Schuhe. Aber das ist italienisches Leder, nein. Oh Gott, die werden mich verprügeln und mir mein Geld nehmen. Ha, ich weiß nicht, ich kann auch nicht einfach meine Schuhe hergeben. Die Schuhe eines Mannes sind sein Schloss. Ha, ich habe mich in der Flucht versucht, aber erfolglos. Barfuß komme ich nach Hause zurück und beschämt. Mein Herr sagt nur, ich hoffe, dass das nicht wieder passieren wird. Interessanterweise war das das letzte Wort über Bombay. Ha. Und was ist mit meinen Schuhen passiert? Okay, wir wollen abreisen. Der Zug ist also eine Lüge, endet in Allahabad. Und das für den Preis. Was für ein Skandal. Das Blöde ist, die Strecke hier nach Bangalore fährt erst morgen ab. Ich könnte trotzdem nach Allahabad fahren. Ich will ja eigentlich nach Kalkutta. Ich habe auch Gepäck für Kalkutta. Ich hätte irgendwas gekauft, was in Kalkutta wertvoll ist. Das ist ein Chittatong. Ich will eigentlich da oben lang. Singapur, Hongkong. Ich muss mich schnell entscheiden. Ich habe noch 4 Stunden, bevor der Zug abfährt. Kalkutta, ja. Also gibt doch sicherlich eine Möglichkeit, von Allahabad weiterzukommen. Ich will nicht noch einen Tag verschwenden und warten auf eine Reise nach Bangalore. Das ist auch ein blöder Zug. Und nach Madras... Es ist zu spät. Dann muss ich hier unten rum. Das dauert viel länger auch, oder? Das dauert viel. Vielleicht kann man die bestechen. Moment. Nochmal wegklicken, hinklicken. Negotiate. 700. Nee, das ist. Ich hab nicht so viel Geld. Ich fahre dann nur bis Allahabad. Dann zahle ich nicht das ganze Ticket. Ich fahre bis Allahabad und gucke, dass ich von da mich weiter durchschlagen kann. Weil ich sehe keine bessere Route und ich habe keine Zeit mehr zu suchen. Also danke für den guten Rat, lieber Turbanträger, aber wir werden trotzdem da lang fahren. Ach, Sir Francis ist immer noch da. Wir kaufen zusammen mit ihm die Tickets nach Allahabad. 4 Tage. Nichts Schnelleres in der Welt. 4 Tage. Was ist denn mit Luftschiffen? Luftschiffe sind schnell, aber nicht so opulent wie ein Zug. Na toll. Ich freue mich auf die Reise. Ich werde als neuer Mensch in Allahabad aufwachen. Großartig. Das ist auch wieder so unvertrauenswürdig hier. Römischer Selbstmordattentäter von Touristen gefangen. Das bin ich. Ha, wir stehen in der Zeitung. Was da wohl noch so alles drin steht. Der Zug startet mit einem Kreischen, aber sehr pünktlich. Wir teilen uns unser Abteil mit Sir Francis und unser Herr macht kein Geheimnis um unsere Reise. Und unser neuer Freund hält ihn offensichtlich für nicht ganz bei Sinnen. Ganz vernünftige Einstellung, ja. Das sehe ich ganz genauso. Ich hätte eigentlich gehofft, dass wir in Indien zum Ende kommen, sagt Passepartout. Natürlich nicht ich selber, weil ich finde, ich will natürlich weiter. Aber natürlich geht es mit voller Geschwindigkeit weiter durch Indien. Unsere Wette ist immer noch in vollem Gange. Ich begann mich über Verzögerungen zu sorgen und Hindernisse. Sowohl eingebildete als auch echte. Aber Monsieur Fogg ist nicht aus der Ruhe zu bringen. Ich bewundere ihn dafür und versuche, seine Wette mit allen Mitteln zum Gewinnen zu bringen. Wir schlafen, aber ich habe ein ungutes Gefühl über unsere Reise durch Indien.
wie im Buch. Das kann noch ganz schön viel passieren hier. Und wenn wir erstmal in Allahabad stranden, dann bin ich ja gespannt, ob die Entscheidung wirklich eine fatale war. Gut. Monsieur Fogg liest die Morning Post und Sir Francis erzählt mir von den Regionen, die wir passieren. Ich hätte lieber neue Schuhe. Das ist übrigens auch so eine der Sachen. Das Spiel hat sich gemerkt, dass ich meine Schuhe verloren habe. Jetzt habe ich natürlich die Gelegenheit, neue Schuhe zu bekommen. Am nächsten Stopp habe ich eine Chance, welche zu kaufen. Und zwar, was sind denn Chapels? Keine Ahnung. Ich nehme die bestickten Slipper. Mit kleinen Perlen. Handgenäht. Okay, warum nicht? Ja, Monsieur Fogg gefällt es überhaupt nicht, aber egal. Die waren bestimmt super. Außerdem können wir sie in Pyongyang, wenn wir jemals nach Nordkorea kommen. Ich meine, natürlich hier ist es alles noch ein Korea, oder? Vermutlich. Zu der Zeit dürfte Korea noch nicht getrennt sein. Können wir es in Pyongyang sicherlich teuer verkaufen. Gut. Genau, wir kommen in Allahabad an und die Schienen sind zu Ende. Ich gratuliere mir selbst, dass ich der Warnung vertraut habe. Und wir steigen dort aus. Das war jetzt schnell, mit wenig Events auf der Reise. Okay. Wir finden hier sicherlich irgendeine Möglichkeit, weiterzureisen. Explore. Man hätten die mir wirklich dann extra Geld abgezockt für ein Ticket, wenn der überhaupt kein Zug fährt? Das war lächerlich. Okay. Ein großer mechanischer Elefant kommt uns entgegen auf unserer Reise. Ha, den könnten wir nehmen. Aber wir haben den Preis noch nicht gesehen. Wir haben eine neue Route nach Benares. Ich denke mal, die möchte ich nehmen. Fährt morgen ab. Ist günstig. Ich kann hier noch den Zug anklicken. Ah, das. Ah, der Elefant fährt auch nach Kalkutta. 2.900 sind die denn von allen guten Geistern verlassen. Das kann ich mir nicht mehr leisten. Wenn ich es mir leisten könnte, wäre es viel zu teuer. Nein, danke. Ich fürchte, wir fahren nach Benares mit dem. Mit der Kutsche. Wie soll denn das gehen? Kann man da irgendwie, kann man mit irgendeinem Event das billiger handeln? Das ist ja Wahnsinn. Na gut, okay. Allahabad Hotel. Hier gibt es auch keinen Markt. Vielleicht finde ich noch irgendwas Besseres. Als die Nacht zur Ruhe kam, bin ich ein paar Stunden herumgelaufen und traf einen freundlichen Gujarati, keine Ahnung, der ein Kind suchte. Das habe ich natürlich gleich entdeckt und er hat sich bedankt und mir gesagt, dass Jagdgewehre aus Hongkong in Batavia sehr wertvoll sind. Ich weiß nicht, wo Batavia ist. Ich frage ihn mal, woher er das weiß. Vielleicht sagt er uns was über die Route. Nee, nur irgendwas über seinen. Da. Die. Schwägerin seines Onkels, Vaters oder Vaters Onkels. Naja, nicht besonders interessant. Okay, wir haben nichts Besseres gefunden. Wir haben keine andere Wahl. Die Kalkutta-Route ist einfach viel zu teuer. Weil was passiert denn, wenn ich jetzt hier drücke? Ja, kann ich nicht mal machen, ne? Kann ich mir nicht leisten. Oh, also ab dafür na mit Eselskarren nach Abinaris. Das kann ja nur langsam sein. Ja, einen Eselskarren durch den tiefen Dschungel zu nehmen, war ein weiterer Fehler. Und dass wir es für ein paar tausend Pfund gemacht haben, erfüllte mich mit Scham. Was? Aber ich hatte kein Geld. Ich hätte vorher mal auf die Bank warten müssen irgendwo, damit wir uns das leisten können. Es geht einfach nicht anders. Aber es gibt einfach keine Bank im Dschungel. Und man kann keinen guten Willen ausgeben. Danke, Spiel, dass du mich hier auch noch damit beleidigst, dass ich hier schlechte Entscheidungen treffe. Super, super. Also ich glaube,
dieser erste Versuch hier, das in 80 Tagen zu schaffen, wird ganz schön hart. Wir sind schon hart am Versagen. Und dann fallen auch die Räder ab. Es dauert eine ganze Stunde, bis sie das wieder repariert haben. Sogar Monsieur Fogg muss mithelfen. Die Arbeit ist schlammig und hart und meine schönen, tollen Slippers werden ruiniert. Na toll. Und die Fahrt wird dadurch auch nicht besser. Oh Gott, wie viele Tage wir hier brauchen, bis wir in Benares ankommen. Die kurze Strecke haben wir jetzt hier eine Ewigkeit gebraucht. Wir bleiben nah am Karren, wenn wir hier in irgendwelchen Dörfchen ankommen. Benares ist die wichtige Stadt. Da müssen wir eine neue Route nach Kalkutta entdecken. Das ist die Krux an der ganzen Sache. Die Straße ist so holperig, ich kann kaum schreiben. Wir kommen an irgendeinem Festival vorbei und in der Distanz zwischen den Bäumen sehen wir tanzende Kreaturen und Rauch und Feuer. Aber wir können nicht genau sehen, was da los ist. Und zum Glück ist die Reise bereits fast vorbei. Und unser Fahrer grinst wieder mit seinem einen Zahn und hofft auf ein Bestechungsgeld für seinen großartigen Service. Ich wüsste nicht, warum wir was bezahlen sollten. Und als wir ankamen, haben wir es auch nicht getan. Ich glaube, es gab nicht mal eine Option. Ich habe gerade die andere Option nicht richtig gelesen, aber ich glaube, es gab gar keine Möglichkeit zu bezahlen. So schlecht war der Service. Wir haben eine Route nach Voltaire, die ich direkt nehmen könnte. Und wir können noch nicht all unsere Koffer mitnehmen. Ich muss eine neue Route finden. So ein Mist. Hier gibt es wenigstens eine Bank, aber was bringt das? Markt. Heavy Storm. Open Road. Open Road, ja, her damit. Heavy Storm. Ich meine, ich habe Platz. Ich nehme es mal mit. Irgendwas teurer verkaufbar hier? Nee, nichts. Und der Indian Train Timetable. Oh mein Gott. What a waste. Ich erkunde. Wir brauchen eine Route. Come on. Ja. Nach Kalkutta. Ja. Die Hindus glauben, dass wenn man in der heiligen Stadt Benares stirbt, dass man dann Erlösung erfährt. Ich glaube nicht, dass das für Nicht-Hindus zutrifft. Und ich würde nicht empfehlen, es auszuprobieren. Passepartout, sagt uns unserem Herr Fogg. Ich nickte fleißig in Zustimmung. Ich habe keinen Bedarf an weiteren Abenteuern. Von jetzt an bin ich ganz vernunftbegabt und vernünftig. Und der langweiligste aller Gentlemen's Gentlemen, die man sich wünschen könnte zu haben. Wenn mich ein Abenteuer auch nur anschaut, dann I should give it a cut direct and no mistake. Lass ich's links liegen. Ihr wisst, was ich meine. Okay. Monsieur Fogg ist ein bisschen schockiert von dieser Einstellung. Braucht er ein Taschentuch? Er braucht. Immerhin kriege ich ein bisschen Lob von ihm. Oder zumindest etwas, das wie ein Lob klingt. You're the most singular valet I have ever encountered. Singular ist nicht unbedingt ein Kompliment. Das ist mehr so einzigartig. Aber kann auch im Schlechten einzigartig sein. Und jetzt darf ich ihm eine Tasse Tee bringen. Okay, alles klar. So, schauen wir uns die neue Route mal an, die wir da entdeckt haben. Nicht nach Voltaire, nein, nach Kalkutta. Thursday? Naja, fährt aber morgen ab. Gut. Ach so, da sieht man auch mal die ganzen Kommentare von den Leuten. Ah, ja. Okay. Gut, abfahren kann ich nicht. Ich habe eigentlich nur die Möglichkeit, hier ein Hotel zu nehmen. Ich muss dann bald mal irgendwie auf eine Bank warten. Also wenn ich das nächste Mal
einen Stopp habe, wo der Zug oder die nächste Etappe nicht sofort abfährt, werde ich mir, glaube ich, Geld holen. 2000 wird langsam schon eng, wenn man sieht, dass man gewisse Streckenabschnitte hat, wo man viel mehr Geld zahlen muss. Ich werde wieder Schuhe putzen. 107 Pfund, immerhin, das ist was. Okay. Und ein neues Gerücht, das mich aber überhaupt nicht interessiert. Ich will einfach direkt nach Kalkutta, habe ich gesagt. Moment, was? Nein. Was ist die... Warum führt meine... Was ist diese neue... Diese Strecke hier führt doch nach Kalkutta. Das kann mir doch keiner erzählen, dass die nicht nach Kalkutta führt. Will er mir sagen, dass meine einzige Möglichkeit nach Kalkutta hier unten rum ist? Oder interpretiere ich das gerade falsch? Warum? Warum? Da ist eine Strecke. Da ist eine Strecke. Da ist doch eine Strecke. Das ist unfair. Ist das auch eine, so eine Bahnstrecke, die nicht ausgebaut ist? Wahrscheinlich. So eine Fake-Bahnstrecke. Na toll. Dann fährt er ab um 11. Na gut, es geht ja alles hier ganz schrecklich. Aber wenigstens innen. Wenn ich endlich Kalkutta erreiche und Singapur, dann, ich meine Chittatong, dann kann ich wieder ein bisschen Geld machen. Bisschen was verdienen, ein bisschen Kohle wieder reinholen. Und das wird alles so spät und langsam sein. Der Pazifik wird allein Wochen dauern. Und dann müssen wir nochmal über den Atlantik. Also, alles, was ich getan habe, war ein Fehler. Ich hätte wirklich von Anfang an unten rumfahren sollen. Ich hatte noch Hoffnung, dass wir da oben eine Route finden, aber die Inder haben einfach nichts fertig gebaut. Aber immerhin haben wir einen Zug nach da unten. Okay. Ich frage ihn nach seiner Meinung zur Route und er sagt, es zählt die Geschwindigkeit, nicht die Ausstattung. Ich würde mich, glaube ich, mal ein bisschen um Monsieur Fogg kümmern. Um den ein bisschen hier wieder hoch zu pushen. Und wir reisen mit zwei Kaschmiri-Frauen mit Kindern, die sicherlich über uns reden, aber in Hindu und damit verstehen wir nichts. Dürfen wir an dem Witz teilhaben? Ah, ja, jetzt. Da sie wohl merken, dass wir merken, dass sie über uns reden, sind sie ganz zurückhaltend wieder. Na gut. Warum unsere Frau nicht mit uns reist? Warum sollten wir denn verheiratet sein? Wenn wir so gut angezogen sind. Ich kann doch meine eigenen Kleider zusammenlegen und bügeln. So alt bin ich noch nicht. Hoffe ich nicht verheiratet zu sein? Ja, sicherlich eines Tages. Ich frage mich, was die diesen Mädchen in der Schule beibringen, dass sie so offen darüber reden. Und unseren Herrn Fock amüsiert das offensichtlich auch. Na toll. Kommen am nächsten Morgen ab. Die beiden Ladies steigen aus dem Zug aus. Und wir sind froh drum, denn die Kinder waren nicht so leise in der Nacht. Wann fährt unser Zug ab? Nach... Nicht Madras. Nein, nein, nein. Wenn... Ich meine, ich könnte umplanen. Ich kann nicht umplanen. Ich muss nach Kalkutta. Warum fährt jetzt das Schiff nicht? Warum kann ich nicht nach Kalkutta? Da ist doch eine Route eingetragen. Ist Kalkutta kaputt? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich kann nicht nach Kalkutta. Ich verstehe das nicht. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Okay, wir können irgendwas teuer verkaufen. Tabak, jawohl.
Handschuhe, super. Wird rausverkauft. Und dann verkaufe ich noch eine Sache, und zwar Desert Traveler brauchen wir nicht mehr. So, und jetzt habe ich nämlich in zwei Koffern Platz. Haha. Okay. Ich verstehe immer noch nicht, warum mich das Spiel nicht weiterfahren lässt nach Kalkutta. Die Route ist doch offensichtlich da. Also was mache ich falsch? Das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen blöd, weil es auch keine Erklärung gibt. Ich kann das Ding anklicken und das war's. Gut, ich habe doch eine Route. Und es hat mir sogar vorhin, als ich Kalkutta angezeigt habe, hat es mir die blau markiert. Jetzt markiert es gar nicht mehr. Das ist nicht doof. Ich will nämlich gar nicht nach Madras. Was will ich in Madras? Ein Schiff in Madras fährt um 6 abends ab. Ich meine, das gibt mir Zeit zum Erkunden. Ich jetzt erkunde. Kriege ich vielleicht die Route gescheit? Oh! Oh, nach Rangoon. Da umgehen wir natürlich alle Orte, wo ich Dinge verkaufen könnte. Aber ich glaube, in unserer aktuellen Lage, dass wir schon fast die halbe Zeit aufgebraucht haben, muss ich diese Route einfach nehmen. Und vor allem, da Kalkutta eh nicht funktioniert. Gut, die Gerüche zweier Kulturen rieche ich hier. Und zwar die Gebäude von Europa. Was? Okay. Ich komme in einem großen Gebäude vorbei mit einem eisernen Zaun. Ich spähe mal hindurch und höre da drin einen grauenvollen Schrei. Nichts mehr hin. Das Tor ist verschlossen und ich komme nicht rein. Ein Mann kommt vorbei mit einer Person im Rollstuhl dabei. Er fragt, was ich will. Was ist das für ein Ort? Oh, das Krankenhaus für die Wahnsinnigen. Ich sollte lieber weitergehen. Die Person im Rollstuhl lehnt sich zurück, um mich anzusehen. Und ich sah, dass sie einfach nur ein Mädchen war. Ihre Augen groß mit einer Bitte um Hilfe. Aber dann wurde der Rollstuhl umgedreht und sie zurück in das Gebäude geschoben. Tja, ich habe nicht die Option gekriegt, irgendwas zu machen. Ich glaube, ich kann dir nicht helfen. Tragisch. Vielleicht beim nächsten Mal komme ich irgendwie geschickter hier an, kann da einbrechen, kann sie rausholen. Aber andererseits, vielleicht ist sie wirklich wahnsinnig. Wer weiß. Ich möchte jetzt nicht gleich sagen, dass die hier alles falsch machen. Also, ich habe eine neue Route. Wann reist die denn ab? Rangoon. Morgen um 1. Das ist akzeptabel. Kommt erst am Samstag an, dann ist die halbe Reise rum und wir sind immer noch nicht im Pazifik. Aber okay. Entsprechend könnte ich mir. Ich habe gar nicht geguckt, was ich hier zum Einkaufen habe. Das könnte ich noch schnell nachschauen. Kostet ja nichts, oder? Ein Elefant. In Singapur ist der wertvoll. Komme ich noch nach Singapur? Ich glaube, dass. War schon auf der Reise. Das war im Süden unten, ist das doch. Dann könnte ich mir den kaufen und stattdessen verkaufe ich. Indische Drehteilen-Tables brauche ich jetzt nicht mehr. Her damit. Geometrie-Equipment. Canton, Beijing, Brisbane. Nein, brauchen wir nicht. Hooded Cloak? Niemals. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir nehmen uns ein Hotel. Und dann ist die Folge fast zu Ende, aber es macht so viel Spaß, gerade nach Rangoon werde ich noch fahren. Das möchte ich noch. Die britische Residenz, wo wir gespeist haben, ist in Aufruhr. Der Commissioner, wurde zurück nach London gerufen, mit solch einer Eile, dass kein Ersatz für ihn gewählt wurde. Vielleicht ein Familiendrama?
Er würde doch sicherlich nicht in einen Skandal verwickelt sein. Madame I don't know. Die hochschwangere Frau des Assistant Commissioners trocknet ihre Tränen mit einem Taschentuch. Sieht so aus, als wäre da doch ein Skandal vorgefallen. Ich tue mal so, als würde mich das interessieren. Der arme Lord Thanok. Wir Briten müssen den eingeborenen Sünden widerstehen, wenn wir dieses Land zivilisieren wollen. Aha. Sicherlich haben doch die Eingeborenen auch ihre guten Seiten, von denen wir lernen können. Armer Lord Thanok. Und arme Lady Thanok auch. Folge Madame Banu, die ist irgendwie spannender als die heulende Assistant-Sekretärin, was auch immer. Kann ich einen Brief an Lord Thanok schreiben? Ich? Warum muss ich ihn schreiben? Ah, sie kann kein englische Schrift schreiben. Okay. Lord Thanoks Lover. Aha, hier ist der Skandal. Möchte ihm eine Notiz schreiben und die Mrs. Lefew hat natürlich keinerlei Interesse daran. Ah, gut, ich helfe mal. Ich bin ja eine gute Seele. Wir laufen durch die engen Gassen und bunt bemalten Läden, in denen kleine mechanische Buddhas verkauft werden und Shivas mit bemalten Gesichtern und kommen dann in eine kleine Seitengasse, ein hölzernes Haus und dort erhellen ein paar gelbe und orangene Seidenvorhänge die Atmosphäre auf. Amru ist eine Hijra, okay. Genau, ich verstehe nicht, was Sie mir damit sagen wollen. Ah, sie ist als Mann geboren, aber jetzt ist sie eine Frau. Ah, ja. Das ist sicherlich in Augen der netten Frau Lefew ein noch größerer Skandal. Aber wir werden sie natürlich wie eine Lady behandeln. Ah, Amru, ich habe jemanden gefunden, deinen Brief zu schreiben. Eine Frau mit langem schwarzem Haar und wundervollen, cool schwarzen Augen. Ich nehme an, Cold heißt das. Kommt aus dem Hinterzimmer und sie sehen sich ähnlich. Die und die Banu. Ist nämlich die Schwester. Die Banu meine ich natürlich. Aha. Okay, dann schreiben wir mal diesen närrischen Brief. Hofft sie, sich mit ihm zu versöhnen? Nein, sie hat keine solche Hoffnung. Nur, dass Percival nicht weiter leidet. Er hat seine Frau um Scheidung gebeten, damit die beiden zusammen sein könnten. Aber sie hätte wissen sollen, dass das niemals wahr werden könnte. Warum ist er nicht geblieben? Naja, er hätte seine Königin, seine Position zurücklassen müssen. Er ist zu ehrenhaft, um so ein Ding zu, so eine Sache zu tun. Das klingt mir aber sehr unfair. Ich gebe ihr den Brief und sie hält ihn so sorgsam, als wäre er etwas unendlich Wertvolles. Sie gibt mir einen kleinen Charm in der Form eines blauen Auges, der mich vor dem bösen Auge beschützen möchte. Und danke, Madame. Und dann komme ich zu einem sehr wütenden Mr. Fogg zurück, der wissen möchte, wo ich war. Ich habe natürlich einer Lady einen Dienst erwiesen. Das interessiert ihn nicht. Los geht's. Und den Charm tue ich in meine Tasche. Ich komme nämlich hier immer viel öfter in Schwierigkeiten. Gut, Abreise. Das wird wieder eine lange Folge, aber das ist mir egal. Ich will noch nach Rangoon kommen.
So viel Spaß muss sein. Einmal noch testen. Na, Kalkutta geht immer noch nicht. Ich verstehe es nicht. Das ist doch diesmal im Schiff, das ist doch gar nicht die Eisenbahn. Wenn ihr mir erklären könnt, warum Kalkutta nicht funktioniert hat, macht's bitte, weil ich check es einfach nicht. Gut, wir haben genug Platz für unsere Koffer. Die See ist rau, aber wir haben ein Storm-Set und das hält ein bisschen der Unannehmlichkeiten ab. Das heißt, wir können hier ganz gemütlich rüberfahren. Oder mehr oder weniger gemütlich. Auf dem bengalischen Tiger, der immer pünktlich abfährt. Gut, dann werden wir hier sehr glücklich sein und gehen unter Deck. Jo, um 10 wird hier die Gesprächsoption freigeschaltet. Ich denke mal, das mache ich. Mit dem Kapitän. Reden wir über Rangoon, wir brauchen nämlich neue Strecken. So, wie war das? Wenn es gelb ist, haben wir noch keine Route. Wir haben ja noch gar keine Route, also muss es so rum sein. Und von da aus würden wir gerne nach Singapur kommen. Ah, schlecht, er hat keine Route für uns. Können wir denn von Rangoon nach Madras? Das ist doch wieder in Indien. Yadanaborden, wo auch immer das ist. Manila. Manila ist in den Philippinen, wenn ich mich nicht irre. Manila. Probieren wir Manila. Nach Manila, nach Manila zu kommen, von hier aus muss man über Batavia, okay. Ich gebe ihm mal die Dominos. Oder spiele mit ihm Dominos. Und dann frage ich nochmal über Singapur. Aha. 10 aus Singapur, 10 Platten aus Singapur sind in Yokohama gesucht, okay. Könnten wir theoretisch noch vorbeikommen. Wie wär's denn mit der Route von Singapur nach... Wo ist Stone Town? Ist das Australien? Klingt ein bisschen australisch. Die letzte Bank in Stone Town hat geschlossen. Antananarivo, ja, da möchte ich unbedingt hin. Das ist nämlich Südamerika, ziemlich sicher. Aber ich vermute mal... Ja, er hat mir nichts zu sagen, nur dass die mit der Zulu Federation verbündet sind. Spielkarten, Herr Kapitän? Klingt wundervoll. Rangoon, erzähl mir mehr über Rangoon. Eine wunderschöne Stadt. Kommen wir von da aus vielleicht nach... Oh, ich weiß keine von diesen Städten. Port Moresby könnte irgendwie australisch sein, vielleicht. Aden, das war in Saudi-Arabien, aber nicht in Colombo. Keine Ahnung. Gibt es auf jeden Fall in Amerika, aber ich weiß nicht, ob das gemeint ist. Yadanaborden und Madras sind, glaube ich, beides indische Städte. Ich probiere es mal mit Port Moresby. Sounds unlikely to me. Von Rangoon nach... Dann halt nach Yadanaborden. Aha. Das geht. Ist aber eine anstrengende Reise. Okay. Ach, da oben ist das. Oh, das ist alles irgendwie so... Das ist alles so im Kreis. Unsere Route ist total ungünstig. Ja, sobald wir Indien erreicht haben, wurde unsere Route total mies. Hier war alles schön gerade, schnell, zack, übers Meer und dann hier. Okay, wir haben... oh Gott, wir haben noch so viel Weg vor uns. Das ist hier ein Viertel vom Globus oder sowas und wir haben die Hälfte der Zeit schon aufgebraucht. Unmöglich, diese Reise zu schaffen. Unmöglich. Also ich sehe schon, das ist ein Spiel, das man mehrfach spielen muss, um sich beim nächsten Mal besser anzustellen. Mehr Wissen über die Routen, mehr Wissen über die Events. Die sind nicht jedes Mal gleich, nehme ich an, aber natürlich, dass der Zug hier jetzt nicht weitergebaut ist, das kann man sich merken und fährt nie wieder in Richtung Kalkutta. Also, ganz schlechter Rat hier in den Kommentaren. Ganz schlechter Rat. Auf jeden Fall. Eindeutig nur meine Zuschauerschuld an diesem Missgeschick. Okay. Nee, ich wurde ja sogar gewarnt. Ich wurde sogar gewarnt und hab's trotzdem gemacht. Nur weil ich geldgierig war und dann mein Zeug verkaufen wollte. Stattdessen verarmen wir jetzt in Rangoon. Wir sind in der Bucht von Bengal. Überall ist Wasser, Wasser und Sonnenschein. Das könnte eine Wüste sein. Was sind denn Quoits? Nie gehört. Träume von fernen Stränden. Und glaube, etwas im Wasser zu sehen. Eine große, sich bewegende Form. Aber als ich näher hinschaute, war sie verschwunden. Ich seufze. Oder ich frage den Captain. Ha, viele Männer sehen Dinge im Wasser.
Und da sind auch seltsame Kreaturen an Land. Was meint er? Rangoon ist sehr anders in diesen Tagen. Okay, es ist Freitag, bald sind wir da. Ich hätte auf Groom von Phileas Fogg hier klicken sollen. Das wäre vielleicht schlau gewesen. Okay, wie halten wir uns die Hitze vom Leib, indem wir. Achso, ja, ich kann mich immer noch um ihn kümmern. Ich kann aber noch mal reden. Vielleicht finden wir noch andere Routen. Ich brauche Routen. Die Route nach da oben ist nicht gut. Die kann ich so nicht lassen. Vielleicht finde ich noch was anderes. Genau. Ich treffe ein paar Siamesen, die von Honolulu nach Panama gesegelt sind. Und da könnte man immer Leute bestechen. Und da am Abend gibt es Musik und Wein und Tanz. Und eine Rivalität zwischen Männern und Frauen. Ich mache natürlich bei den Männern mit. Ups. Versuche diesen Tanz mitzumachen. Ich kann nicht sagen, wer gewonnen hat. Aber meine Träume waren von einem Rhythmus einer Hand auf einem Tabla-Tisch. Vielleicht. Untermalt. Eine Route von Honolulu. Wow, Hawaii ist noch weiter draußen, als ich dachte. Ich hätte das irgendwie ein bisschen näher angesiedelt an Amerika dran. Da sieht man wieder, wie wenig man sich mit Geografie auskennt. Oder ich? Vielleicht auch nur. Vielleicht bin ich der einzige Depp hier. Gut, ich werde hier noch nach Routen schauen und dann die Folge beenden. Das wird wieder schon eine schöne, gute Dreiviertelstunden-Folge, schätze ich mal. Die Andaman Sea. Vielleicht bleiben wir hier nur einen Tag oder so. Wir sollen vorsichtig sein. Ein Monster ist in den Straßen von Rangoon unterwegs und verschlingt die mit bösen Gedanken. Ich zucke mit den Schultern. Solche Monster haben mit einem Valet wenig anzufangen, mit einem Diener. Ich erkunde die Straßen der Stadt schon. Aber zunächst möchte ich auf den Markt schnell unseren. Oh, unser Charme ist hier wertvoll. In Batavia ist er noch wertvoller. Wo ist denn Batavia? Weiß ich nicht. Magnetic Kompass? Ja, auf jeden Fall. Wir brauchen Geld. Raus damit. Zack, zack, zack. Gar nicht lange aufhalten. Was können wir hier kaufen? Seide, Pyongyang, Hongkong. Klingt gut. Buddha-Zahn. Nein. Oh. Seide ist hier günstig. Richtig, richtig günstig. Da müsste ich aber noch irgendwas verkaufen, ne? Das passt nicht rein. Das passt nicht rein. Da müsste ich noch vielleicht irgendwas, wo wir nicht mehr vorbeikommen. Ja, Kalkutta, tut mir leid, ich muss das Ende Heftchen verkaufen von der Dame, die wir kennengelernt haben. So, das ist das. Dann erkunden wir. Die Bank macht das dann Montag auf. Na super, da sind wir auch schlecht angekommen. Ja. Oh, habe ich nicht gerade was verkauft, was in Batavia wertvoll ist? Whoops. Naja, man kann nicht alles haben. Ich bin wieder bei über 2000 und damit einigermaßen glücklich. Hat das Spiel jetzt gerade gespeichert? Ja, dann machen wir doch diesen Dialog jetzt beim nächsten Mal. Dann habe ich auch keinen Stress, wenn ich die Aufnahme starte. Dass es hier irgendwie, was wollte ich sagen? Dass hier die Zeit weiterläuft. So. Entsprechend hoffe ich euch, dass euch die Folge gefallen hat. Ich werde, denke ich mal, die Route nach Batavia nehmen, mangels anderer Alternativen. Dann kann ich ja doch auf den Weg über Australien einschlagen. 80 Tage wird wahrscheinlich eh nichts mehr. Wir gucken einfach, wie weit wir kommen, wie schnell wir kommen, wie schnell wir vorankommen. Und ihr dürft mir trotzdem schreiben, was ihr von der Folge gehalten habt und ob ihr einen Alternativplan seht. Und ich versuche mich so gut ich kann dran zu halten, wie üblich. Also dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.